Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Grand Theft Auto Online. Wir sind im Serie A heißt, mit dem Michi. Hallo. Dem Simon. Hallo. Und dem Steve. Sanfte Grüß. Jawohl! Gesagt. Abholer, Müllfahrer, okay. Wer macht die Abholer? Kann ich machen, ist mir egal, ich weiß nicht, was ist. Boah, Steve, was ist denn das für ein Make-up? Das sieht ja grässlich aus. Ey, hallo? Das unterstreicht meine Männlichkeit. Oh Gott! Warum seid ihr Scharfschützen? Und warum sind wir alle Scharfschützen? Keine Ahnung. Weil wir geil sind. Also ich bleib mal im Abholer-Team. Ich fahr den Müll. Ja. Boah, die gelben Rektalhandschuhe sind schon echt geil, ne? Intravenös. Ja, das Lieblingswort schlechthin. Ja. Boah, ja, mein geiles Auto! Boah, Alter. Woher hast denn du das? Nice. Gefunden. Lag da so. Aber sagen, dass mein Monster sagt scheiße ist. Das finde ich witzig beleidigt, wenn man schon will, sowas. Here he is. Hey, you, you're picking up that trash truck, right? Get over to the recycling center on Alta Street in Chamberlain Hills. Being a trash collector's a good job, you know. Starts nice and early when you're probably still up and wired enough to work. Is it just a dumpster? Nee, der Trashmaster ist der Truck. People throw up the weirdest things like Ron here. He got thrown away by his wife left in the street. Das ist Steve Steiner. Nein, ich frage auch nicht mal ein. Für den Dubster, der hat 6 Räder, das kann der gar nicht sein. Ne, es gibt auch den Dubster mit 4 Rädern. Ah, okay, das ist auch vielleicht das. Weißt du Bescheid, ne? So, okay. Wow! Mit dem Mini. Es erinnert mich an diese eine Mission aus GTA 4. Oh, was ist da denn? Oh, jetzt basten die da rum. Okay. Bleib stehen, du Wichser. Ja, ich würde sagen, hingerichtet, so. Alter, die armen Leute. Haben wir zwei nicht, oder? Nee, noch einen. Yeah! Das war schon immer der Beruf, den ich machen wollte. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit. Ja, Müllwagen-Simulator 2000. Es ist tatsächlich so, dass das original so ist wie die Mission aus GTA 4, wo du diese Müllsäcke mit den Diamanten drin sammeln musst. Ja. Diesmal keine Diamanten, also. Sondern TikTok. Die Trashmaster Crew. Neue Serie auf RTL. Ja. Wir müssen jetzt runterhopsen. Ja, ihr müsst runterhopsen. Michi kann eigentlich noch drin bleiben. Okay. Erst ab dem nächsten Haufen kannst du. Ja, ich hab einen Müllsack! Vielleicht ein A. Ein die Tür. Egal. Ich finde, wenn ihr rumpoppelt. Ist das nicht schön? Wunderschön. Weil wir auf der Straße geparkt haben, Posten, der wird nicht gerne lassen. Kann man da eigentlich bei dem Trashmaster immer da hinten aufsteigen oder ist das nur für die Mission so? Das ist eine gute Frage. Das müssen wir dann mal testen. Ja. Stell dir mal vor, wir würden so mal übers Land fahren und da hinten die Jungs, was hier hängen, können auch schießen, ne? Das ist voll geil. So durch die Gegend fahren. Ah, da werden wir sofort erschossen da hinten. Das ist ja null Deckung. Ja, das ist wirklich
wirklich ein bisschen offen. Aber awesome wär's trotzdem mit so einer Amokfahrt. Ich glaube, er will uns damit zeigen, dass gleich Vargos kommen. Das piepst! Wir können halt keine Waffen haben, habe ich glaube ich gemerkt, kann es sein. Oh, da kommen doch Gegner. Oh, scheiße, Waffe, ne? Wow, Alter. Okay. Chillt mal euer Leben, Junge. Ich geb dir gleich Pendejo, ey. Okay, Snack in dich, gib dir Deckung. Schütz den Sack. Schütz den reinwirf. Okay. Auf mit dir, Steve. Ich mach einen Drive-By. Ah, Michi. Hi. Ah. Wow. Ja. Alter, wie aggressiv die alle gemacht haben. Genau, die Rostmöhre kann ich nicht wegschieben, aber die schiebt mich weg, ist klar. Oh, wir haben ein Zeitlimit, sehe ich gerade. Oh ja. Shit. Nicht, dass wir das wieder so übersehen, wie bei dem Humane Labs heißt. Also ja, übrigens, wir haben noch eine Minute. Okay, Hacken geschafft. Oh, wir müssen auch noch verschwinden. Wir sollten uns echt mal beeilen. Haben wir euch auf schwer gestellt? Ja. Okay. Locomotion. Null Teamleben, keiner gestorben ist. Ja, zählt trotzdem. Pack den mal für euch günstig. Entschuldigung, Michi. Macht nichts, ich flieg mir hier so rum. So, ich hab den Sack. Da ist den schon Gegner. So, da komm ich mal mit raus. Und hier kommen relativ viele. Alter, wie die Autofahrer anfangen. Oh, ich hab einen Sack gesichert noch. Mit der Tankstelle ist ja zu dir. Ja, kann. Nichts okay, dagegen, dann passt auf, wo ihr hinschießt. Ah, meine Deckung fährt weg! Ja, besser als wenn sie gleich in die Luft fliegt. Bau! Danke. Oh, die Zapfseite. Oh, scheiße. Ja, jetzt kommt doch jemand dran. Ah! Nein, wir müssen alles nochmal neu machen. Ja. Oh. Ja! Ich dachte mir, wenigstens einer muss mir die Motivation aufbauen. Ja! Freude! Dabei lief das vorher bei dem Überleben so gut, mit dem, wo wir da an diesem Platz da waren. So kacke die Deckungen an diesem Platz waren, umso besser waren wir eigentlich, ne? Dadurch, dass wir immer in Bewegung waren. Aber bei anderen Survivors ging das nicht, weil bei anderen Survivors ist ja die Umgebung ganz anders. Ja gut, die Stelle ist halt doof mit der Tankstelle. Auch. Da war so ein ringförmiges Areal auch. Die sind alle ringförmig, da war so ein Gebäude, wo man sich immer so hinter so Wänden verstecken konnte. Nein, wir müssen tatsächlich nochmal alles neu machen, Alter. Tja. Das Besteigen von den Autos hätten wir uns jetzt sparen können, das ist ja gleich der Ding. Ja, eigentlich. Schon. Oh. Ja. Hui. Da! Aha. Merz. Er verliert hier. Verliert hier jetzt nicht so viel Leben. Ja, alles klar. Ich habe den rechtmäßigen Platz für mich in der Gesellschaft eingenommen. Auf dem Trashmaster steht Little Bricks drauf. Auf der Seite. So. Komm, Simon.
im Schweiß unseres Angesichts. Mann, warum kann ich nicht die abgesägte Schrotflinte hier nehmen? Keine Ahnung. Das war Nacht, Mann. Weg da. Alter. Ach, das war ein Schild, was da dazwischen ging. Ich dachte mir, was schlägt denn da so Funken? Wir haben noch gar kein Zeitlimit, das kommt erst jetzt. Ja, bei der Tankstelle müssen wir dann echt aufpassen. Also, das ist eine Todesfalle. Voll unterschätzt, weil ich dachte, ja, das sind ja nur Vagos, die haben ja keine gescheite Panzerung, aber okay, ab, halt wird zu viele machen. Mhm. Auch wenn es nur Vagos sind. Wie gesagt, die Masse, die... So. Ah! Erster. Ja, voll geil synchron gemacht hier. Musst du eigentlich die Klappe hinten aufmachen, Steve, oder geht die automatisch? Nope. Das geht alles automatisch. Ah. Das ist doch hier voll modern ausgerüstet. Ja. Das sieht das Ding auch aus, hallo? Ja, klar, ihr fucking Space Shuttle, man. Trashmaster 3000. Trashmaster 3000. Die Limited Edition fahren wir hier sogar. Boah, Hammer. Mit extra davon viel Müll hinten drin. Spurenhalter. Ah, siehst du, das Braune da hinten am Heck, das könnte entweder Rost oder anderes sein. Könnte Gold sein. Definitiv. Ich glaube, es sind die Reste von Innereien. Die der Trashmaster geschluckt hat. Darmsekret. Wir wissen eigentlich, welches die richtigen Musik sind. Ja, wird der angezeigt offen. Hallo. Die bessere Texturen haben, sind die Müllsäcke, die wir brauchen. Ah nein, war nicht Minigun. Boah. Das ist erstmal der Minigun. Ja, das ist ja bloß zu sehen, die Waldwaffe aus. So, weg hier jetzt. Da, ja. Sollten wir verfolgt werden, habe ich noch meine Uzi. Ah, nicht sterben an dem Weg. Das ist so geil, wenn du nur so ganz leicht hinten rauf fährst. Dö. Zementmischer, lieber nicht. Nee, mit dem legen wir uns nicht an. Ja, mit dem können wir uns anlegen. Jetzt am besten dieses Mal gar nicht erst in die Tankstelle. Nee, wir müssen irgendwie schauen, ob wir an die Säcke anders rankommen. Wir sprengen die Tankstelle wieder. Ich schnapp mir erstmal einen der hinteren Säcke gleich. Ich erstmal so. Darf ja auch nicht zu nah an die Tankstelle ranfahren, weil. Der Grund dürfte geläufig sein. Alter, wie viel fressen die denn? Jesus Christ, Superstar! Jesus kann auch nicht mehr viel machen. Pass auf, Simon, die kommen da auch mit dem Auto. Ja, die kommen überall gerade. Ja, bleib in Deckung. Du stehst gerade viel zu offen. Ja, ich dachte, das ist ein Problem. Wow! Alter, ich holz den in die Rübe und. Es spritzt. Mega, wir haben nicht aufpassen. Ich wollte eigentlich eher doch abhalten, dass wir nicht reinkommen. Okay, sieht gut aus. Also ist noch eine Achtung. Ja, die kommen hier permanent. Komm, schnapp dir deinen Sack und leck hier. Das war nicht. So, weg hier. Gas! Ja, ich geb schon Gas.
Karma's History. Ach, der hat noch das Zeit. Kommt aber nur noch einer ab wahrscheinlich. Service Pucci Boulevard. So, kann ich jetzt, wenn ich hier hinten bin, noch was fressen, sag mal? Und mir noch eine Panzerung. Ja, ich kann mir hinten noch eine Panzerung anziehen, die geil. Ja, stimmt. Gönn ich mir auch mal kurz. So. Ich bin wieder voll. Ich muss unbedingt dann mal wieder zu einem Shop und irgendwelche Sachen kaufen. Der nur schreit. Chihuahua. Könnt ihr wieder näher ranfahren? So, ja, ich lasse euch nicht über die halbe Straße. Wa! Ganz ruhig, ich sehe dich ja. Sieh dich doch. So, Achtung, hinten, von hinten. Nein, der Müll war nicht blockiert, oh nein. Vorne auch. Ja, Michi räumt auf, so gehört sich das. Ah, ich hätte fast von einer hysterischen Kuh erfahren. Kommst du klar, Steve? Mit der Frau oder mit dem Wagen? Alter, so. Was ist das? Warum bewegt die sich noch? Ich hab die gerade erschossen. Alter, hat die ein gutes Gebau. Eine Kuh, echt, so. Okay, was, haben wir ab. Die einfach mal angefahren, ne? Ja, ja. Der hat immer noch gelebt. Ich weiß nicht, ich bin gerade für den zurückgelaufen. Go. Nein, doch. Noch nicht go. So, let's go. Let's go. Okay, noch 3,5 Minuten. 1,3 Kilometer, das müsste leer locker aufgehen. Ja. So. Wir müssen ihn aber eskortieren. Ich erwarte dann noch Gegner. Ja, ja, das sind schon die Ersten. Da gar nicht mal so wenig. Boah, ich krieg auf die Fresse. Ja, ich bin auch fast. Ich meine, nee, doch nicht. Ich bin theoretisch eigentlich bin ich tot, theoretisch. Ich hab nämlich gar keine Lebensenergie. Ey, ich deck die da hinten gerade ganz gut mit Kugeln ein zusammen, Simon. Können wir eigentlich keine Haftbomben schmeißen? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich wollte eigentlich auch erst Granaten schmeißen, aber. Ah, scheiß Bus. Ja. Michi gleich. Sofort wieder explosive Sachen. Verbrunnen geht's. Wir sind geboren für diese Tür. Yeah. Mit so einem Knieschoner. See, the Vagos can go places a U.S. extradition treaty can't. I mean, nice, hot places with beaches that'll otherwise attract a snowbird like me. Okay. Okay. Good. We got the Molly. Let's keep on moving. Come on. Away from here. Go for it. Tolle Müllmänner waren wir, Jungs. Also, ganz ehrlich, ja. Das ist ein Job mit Zukunft in Los Santos. Ja, schon. Definitiv. Geld. Ja, 19.190. Money, money, money. Ja, ich krieg keins. No. Money, money, ich krieg keins. I'm not in for the money, I'm in for the fun. Oh, warum lädt es jetzt so lang? Das finde ich nicht gut. Nicht gut. Oh. Das andere Mal hat es sagen, ich glaube, wir haben knapp 26 Minuten geladen. So! Sehr schön. Jetzt muss ich gleich nochmal zum Ammunition und endlich mein Gewehr in Empfang nehmen, das mir ja rechtmäßig zusteht. Durch Geburtsrecht verliehen.
Bist du nicht mehr auf dem Server, Steve? Nee, Tatsache. Nö, ich habe wieder mein eigenes Sitzung bekommen. Auch gut. Ah, der Maître de Plaisir hier kriegt seine eigene Sitzung, weißt du? Ich hab's mir ja nicht ausgesucht. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Fuck, man! Wir wissen doch alle, wie das läuft. So. I don't keep a record of purchases. No one wants to look down the business end of that gun, you know what I'm saying? Alter, ich kann die immer noch nicht kaufen, ist das behindert? Immer diese Bugs. I hate it. Ja, welches Ding willst du unbedingt haben? Die Sturmschrotflinte oder wie? Nee, die habe ich schon. Das Sturmgewehr will ich haben. Den M4. Ja, welches Sturmgewehr? Wie heißt das genau? Ich weiß es gar nicht, wie das heißt. Es ist auf jeden Fall ein M4. Karabiner oder wie? Ja. Ah. Da kommt schon wieder der Halbpfoppen-Spaß hier. Getroffen. Du hast echt nichts zum Scheißen nach so einem Heist, dass du erstmal das Geld für Halbpfoppen rausgehst. Ja, so das geil. Bin ich euch grad nicht gestorben. Vor allem, weißt du, der Simon, der investiert sein Geld 950.000 in so ein Auto, ja? Und deine Haftbomben sind deutlich günstiger und sprengen dieses Auto. Jeder hat seine Vorlieben, ne? Du holst mir das Auto ab. Du hast gerade oh mein Gott. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte mir das Motorrad da mitnehmen. Ach so. Dass ich aus meinen Träumen von diesem Motorrad gerissen wurde. Achso, ist es deinen Träumen gerissen? Ob da wohl ein etwas rot blinkendes im Spiel war? Nee. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Okay, alles klar. Die Fernsehsendungen sind einfach nur so krank in diesem Spiel. Ja, Freunde, damit ist die zweite Vorbereitungsmission abgeschlossen und wir schauen uns die dritte dann beim nächsten Mal an. Und zwar, wenn wir das Let's Play Together Grand Theft Auto Online und dann hoffentlich nicht mehr ganz so viele Haftpumpen mit im Spiel sind. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut. Ich hoffe auch. Bis dann. Haut rein. Ciao.